Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees82 mit einem neuen Mediabook Unboxing Video für euch. Und in diesem schönen Paket sind zwei Mediabooks enthalten und wie immer von Bretz Media wunderbar verpackt. Da kann eigentlich gar nichts schief gehen, hoffe ich jetzt mal. Und ich würde mal sagen, wir schneiden jetzt mal in das Paketfleisch mal rein. Eins und zwei geht nicht. Ich habe irgendwie mein Teppichmesser verlegt, ich voll Idiot. Aber auch damit geht es auch mit der Schere. Und so, wir gucken mal, was da schon enthalten ist. Also wirklich Wahnsinn, guckt euch das an. Also besser verpacken ist nicht mehr möglich. So schaut das Ganze aus. Und ich hole auch noch die Rechnung. Und die haben wir auch hier. Und mal gucken, was schon drin ist. Genau diese beiden Filme, auf die habe ich schon lange drauf gewartet. Und die wurden auch ein bisschen verschoben. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal die Folie runter. Knister, knister, Knäuschen. Was knistert an meinem Häuschen? So, wir machen mal auf. Oh mein Gott. So schön verpackt, ist ja unglaublich. Also ihr seht schon, hier kann nichts kaputt gehen. So, okay. Und wir haben hier zwei Mediabooks und das erste stelle ich jetzt schon mal vor. Und für mich einer von den wichtigeren Filmen, ganz ehrlich, ist hier dieser Film. Und zwar der letzte Mohikaner in der Cover-C-Variation. Und ich für meinen Teil fand dieses Motiv immer noch am schönsten. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe diesen Film noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe ihn eigentlich immer boykottiert, einfach aus dem Grund, oh, das ist so ein Historienfilm-Drama gewesen. Aber ein guter Film ist ja schon aus dem Jahr 1992. Und da war ich damals gerade mal 10 Jahre alt und habe mich diesen Film einfach null interessiert. Jetzt natürlich im Alter, im ja, gediegenen Alter, interessiert mich sogar sehr dieser Film. Und wir haben hier auch erstmalig auf Blu-ray in Deutschland erschienen, auch sogar ist dieser Film, denn der sonst war nicht auf Blu-ray erhältlich, nur auf DVD. Und NSM hat es auch geschafft, diesen Film jetzt eben hier richtig schön zu komplementieren, denn in diesem Mediabook haben wir ein 4-Disc-Set, unter anderem mit verschiedenen Schnittfassungen. Einmal die Kinofassung mit einer Laufzeit von 112 Minuten. Dann haben wir den Director's Expanded Edition und der geht 115 Minuten. Und noch dann der Director's Definitive Cut und der geht 117 Minuten. Und der ist nur in diesem Mediabook erhältlich. Also hier auf jeden Fall zuschlagen, bevor er ausverkauft ist, schon im Mediabook. Und ja, Cover C ist hier limitiert auf 777 Stück. Es gibt noch eine Cover A-Variation, das Kinoplakat, das auf 1600 Stück limitiert ist. Dann gibt es noch das Cover B, was so ähnlich aussieht wie das, wie ihr hier schon seht, aber ohne Flagge. Und ich muss aber sagen, die Flagge irgendwie macht es gerade noch aus. Aber auch hier ein sehr Motiv. Wie hoch die Limitierung ist, kann ich euch nicht sagen, habe ich nicht herausgefunden. Aber jetzt muss ich auch mal sagen, 777 Stück, wenn ich jetzt nicht lüge. Bitte schreibt in die Kommentare rein, wenn ihr das Cover B haben solltet, einfach in die Kommentare reinschreiben, würde mich freuen. Und wie gesagt, das Cover C ist das hier mit dieser Flagge und auch das Cover D. Und das sieht noch so aus, ist eigentlich auch das Kinoplakat, nur eben in einem gezeichneten Stil, was mir nicht ganz so gut gefällt. Und auch wie viel das limitiert ist, weiß ich leider auch nicht genau, habe auch nichts herausgefunden. Auch da könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar in die, ja, einen Kommentar drunter schreiben, so würde ich sagen. Ja, das Mediabook hätte eigentlich schon am 27. November erscheinen sollen, aber wurde eben mal wieder wie immer durch Corona eben verschoben, auch am 4. Dezember. Und jetzt halte ich es in meinen Händen. Und eigentlich schon seit Weihnachten 2019 hat auch schon NSM diesen Film angekündigt, aber hat ein bisschen länger gedauert. Aber dafür, lieber ein bisschen länger warten, dafür haben wir wirklich hier was richtig Schönes bekommen. Und muss wirklich sagen, was ich hier von außen schon mal sehe, ist wirklich richtig genial. Und vor allem auch die ganzen Extras, was hier enthalten sind, ist wirklich nicht gerade wenig. So, wir machen mal das Mediabook auf. Und dann schauen wir uns nochmal das Motiv an. Und ich muss wirklich sagen, ein wunderschönes gezeichnetes Motiv, was ich wirklich immer extrem liebe, diese Motive hier. Und hier eben mal dieses schöne Motiv, gestochen scharf auch, nichts verwaschen,
auch der Horizont, auch der Hintergrund auch wirklich wunderschön gestaltet und hier eben dann die ganzen Charaktere, ihr wisst, ich mag es gerne überladen und genau das ist genau mein Geschmack, dieses Mediabook hier und der letzte Mohikaner und dann das Blu-ray Disc und das NSM Logo. Der einzige Manko, was ich hier auszusetzen hätte, aber wirklich am Niveau ist, ist einfach, dass hier kein Glanzeffekt dabei ist. Flagge wäre cool gekommen oder allgemein die ganzen Charaktere hier vorne als Glanzeffekt, aber das Motiv an sich ist wirklich so an sich wunderschön gemacht und muss wirklich sagen, eins mit von den schönsten Motiven, was es auf einem Mediabook eigentlich gibt. Aber hier nochmal, dann hier am Spine haben wir eben dann der letzte Mohikaner stehen, oben das NSM-Logo, dann die Produktionsnummer und unten die Blu-ray-Disc-Logo und hinten drauf haben wir eben dann noch dann die Inhaltsangabe und auch nochmal hier ein schönes Szenenbild. Hier in diesem weißen Bereich haben wir eben dann die Filminformation, ein paar Szenenbilder, die Credits und hier die ganzen technischen Daten. Einfach mal die Extras mal kurz auf Pause drücken und euch mal durchlesen. Und hier seht ihr schon dann meine Limitierungsnummer 705 von 777 Stück. Also schon mal hier sehr, sehr schön. Und damit gehen wir mal ganz kurz in die Ego-Perspektive und gucken uns mal das Mediabook von innen an. Bis gleich. Jetzt sind wir nochmal in der Ego-Perspektive und hier nochmal das richtig schicke Motiv. Also ich finde es wirklich wunderschön gezeigt. Also hier wirklich war richtig schön gemacht. Hier die ganzen Charaktere nochmal, dann die Flaggen. Alles sehr realistisch aus. Und hier nur der Schriftzug, der letzte Mohikaner. Hier mal kurz das Bein. Und dann haben wir nochmal die Rückseite. Und jetzt schlagen wir mal auf und mal gucken, wie die Discs angebracht worden sind. Und da haben wir schon mal die Halterungen, die ich hier nicht liebe, wie ihr seht, mit diesen kleinen Zangen hier. Und da ist einmal hier der Director's Definitive Cut drauf. Also die Fassung gibt es nur in diesem Mediabook. Dann haben wir hier den Director's Expanded Edition. Hier haben wir schon mal das Cover D-Motiv. Und dann blenden wir einfach mal durch. Hier haben wir eben dann leider nicht ganz so schön verarbeitet. Hier ist ein bisschen schief reingeklebt, ist auch reingeklebt, nicht reingenäht. Das kann man auch hier gut ertasten, es klebt nämlich hier noch fest. Und hier eben dann der letzte Mohikaner, die Entstehung einer legendären amerikanischen Romanadaption. Mit ein paar schönen Bildern, leider ein bisschen dunkel gehalten. Und dann blenden wir einfach mal durch. Auf jeden Fall hier schon mal sehr, sehr viel Information über diesen Film. Und hier eben der 7-jährige Krieg und die Folgen. Lederstrumpf, sein Erschaffer und sein Vorbild. Hier ein paar weitere Szenenbilder. Sehr schön gemacht. Und auch hier wahnsinnig viel Informationen. Genau so soll ein Mediabook auch aussehen. Wenig Text, wenig Bilder, viel, viel Text, so wollte ich sagen. Dann die Welt des Michael Mann. Eine bis ins Detail geplante Vorproduktion. Also hier kann man auf jeden Fall extrem viel über die Entstehung des Films erfahren. Sehr interessant. Und hier eben dann geht es weiter mit Kapitel 3. Der letzte Mohikaner wird Realität. Wahnsinn. Also hier sehr großer Respekt an den Verfasser. Hier geht es um die verschiedenen Schnittfassungen. Und hier weiter. Und hier die ganzen Quellenangaben. Und geschrieben wurde das Ganze vom Christoph N. Kellerbach. Also hier einen herzlichsten Dank dafür, für das Zusammentragen der ganzen Informationen. Wirklich Wahnsinn. Echt wahnsinnig gute Arbeit gemacht. Und hier haben wir die Rückseite nochmal dann. Und dann ist hier eben dann die DVD enthalten. Ist hier eben die Kinofassung nur drin auf DVD. Und auf der nächsten Blu-ray haben wir noch hier dann das KVA-Motiv zu sehen. Und hier ist ebenfalls die Kinofassung zu entdecken. Als Hintergrundmotiv haben wir leider nicht viel zu sehen. Man erkennt fast kaum etwas in diesem Hintergrundbild. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber gut, ist das Hintergrundmotiv von daher nicht ganz so schlimm. Ja, was soll ich sagen? Ein sehr, sehr schönes
Mediabook, was hier veröffentlicht wurde von NSM mit einem ganz genialen Covermotiv. Und damit geht es nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu Der letzte Mohikaner. Und ja, wirklich war ein sehr, sehr schönes Motiv, sehr schönes Buchanteil mit extrem viel Hintergrundinformationen über den Film. Einzige Manko ist, dass das Booklet eingeklebt wurde, nicht eingenäht, denn das finde ich eigentlich immer am besten. Hätte wirklich ganz gut, weil so kann es auch irgendwann mal rausfallen. Aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Motiv und auch auf jeden Fall ein sehr schönes Mediabook. Und jetzt hoffe ich mal, dass mir auch dieser Film extrem gut gefallen wird. Er ist auch ein Klassiker wohl von 90er Jahren. Wie gesagt, wird meine Erstsichtung sein und bin schon gespannt, wie mir dieser Film gefallen wird. Habt ihr diesen Film schon gesehen? Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare rein, ob er mir gefallen könnte. Nicht spoilern bitte. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Unboxing, wie noch von dem nächsten Mediabook, was in dem schönen Paket drin war von Pretz Media. Zu bestellen gibt es das Mediabook leider nicht mehr, das ist ausverkauft bei Pretz Media, aber andere Motive gibt es noch. Ich verlinke einfach mal unten in der Videobeschreibung bei Pretz Media mal den letzten Mohikaner und dann könnt ihr dann selbst entscheiden, was ihr gerne haben möchtet. Habt auch gesehen, Verpackung ist wirklich astrein, da kann nichts passieren. Und ja, jetzt erstmal genug von mir und bis gleich, bis zum nächsten Video. Bis dann, tschüss mit Ö und...